gibt es diese Woche die ersten Entscheidungen im Aufstiegs- und im Abstiegskampf, vielleicht sogar im Stadtderby. Wir schauen auf einen pickepackevollen 32. Spieltag. Letzte Woche gab es ein paar Überraschungen und spannende Spiele und spannend war es auch im Tippspiel. Dank Fürths 5:3 in der 96. Minute der Nachspielzeit trifft Pia die Differenz bei diesem Spiel und gewinnt somit hauchzart mit 9:8 gegen mich. So steht es nun kurz vor Ende. Nille 240, Gäste 276. Ich glaube, das Ding ist over. Und diese Woche will Zuschauer Leon meine Niederlage noch deutlicher machen. Auch hier habe ich wieder ein KI-generiertes Bild genommen. Los geht dieser Spieltag am Freitagabend direkt mit einem Highlight. Das Hamburger Stadtderby steht an und diesmal mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Brisanz. Die Gäste aus St. Pauli könnten im Hamburger Volkspark aufsteigen. Was ist das für eine Geschichte? Der Bundesliga-Dino steigt ab, scheitert dann entweder als Vierter oder in der Relegation 6-mal am Wiederaufstieg. Der braun-weiße Stadtnachbar hingegen arbeitet unter Hürzeler richtig gut, entwickelt sich immer weiter und, das steht schon fest, wird die Saison das erste Mal überhaupt vor dem Stadtnachbarn landen. Und um diese eh schon krasse Story noch zu toppen, könnte der Aufstieg eben im Stadion des Rivalen Wahrheit werden. Das lässt das sowieso schon brisante Spiel natürlich nochmal so richtig aufkochen. St. Pauli ist keine Übermannschaft mehr. Auch letzte Woche gegen Rostock, Abstiegskandidat Rostock, tat man sich lange schwer, gewann am Ende aber eben doch mit 1:0. Man blieb beharrlich, stand hinten sicher und erzwang so den Sieg. Allerdings hat Trainer Hürzeler noch kein Stadtderby gewonnen und der HSV träumt ja auch noch ein bisschen zumindest vom Aufstieg. Zwar wenn dann über die Relegation, aber trotzdem. Nach Düsseldorfs 1:1 und dem eigenen deutlichen 4:0 in Braunschweig beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz nur noch 4 Punkte und noch 9 werden vergeben. Robert Glatzel äußerte sich zwar nicht zu seiner Zukunft, traf gegen Braunschweig aber mal wieder doppelt und scheint seine Verletzung überwunden zu haben. Dazu machte Reis seine Sache als Aushilfsrechtsverteidiger richtig gut. Für Reis gefiel auf der 10 gegen seinen alten Verein und dahinter machten Messert und Poreba ihre Sache richtig gut und räumten hinten ab. Der HSV hat eine starke Mannschaft und der HSV wird bis in die Haarspitzen motiviert sein, den ja ungeliebten Stadtnachbarn nicht beim Jubeln im eigenen Wohnzimmer zuschauen zu müssen. Es wird hitzig, sogar noch hitziger als sonst. Es wird umkämpft und es wird auch ein Duell auf Augenhöhe. Ich glaube sogar so sehr, dass am Ende keine Mannschaft gewinnt. Es wird wie schon im Hinspiel, was ist das für ein Geräusch hier? Wie schon im Hinspiel 1:2. Leon sagt nein, St. Pauli steigt hier auf, er tippt 2:3 Auswärtssieg. Und auch das Parallelspiel hat es durchaus in sich, denn die Fortuna aus Düsseldorf empfängt den 1. FC Nürnberg. Düsseldorf steht aktuell auf Rang 3 und will diesen Platz natürlich verteidigen. Gegen Schalke kam man nach Rückstand noch zu einem 1:1. Da Kiel letzte Woche verlor, verkürzte man zwar den Rückstand auf Platz 2, aber wie schon gesagt, Hamburg gewann und kam damit auf bis auf 4 Punkte heran. Hier zu Hause ist man damit schon etwas unter Druck. Kann gut sein, dass Ao Tanaka diesmal von Anfang an spielt. Gegen Schalke kam er als Joker und setzte der Partie direkt seinen Stempel auf. Die Fortuna macht momentan auch ihrem Namen alle Ehre. Gegen Fürth wurde ein klares Handspiel nicht gepfiffen und nun gegen Schalke wurde ein Schalker Strafstoß, der auch eigentlich ein Strafstoß war, meiner Meinung nach, in der Nachspielzeit zurückgenommen. Mal sehen, was gegen Nürnberg passiert. Denn auch die stehen inzwischen ordentlich unter Druck. Das 0:1 gegen den KSC war die 4. Niederlage am Stück. Nur einen einzigen Punkt holte man aus den letzten 6 Spielen. Dadurch ist man inzwischen 13. und nur noch 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Zwar kommt gegen die Flingeraner Kastrop zurück, ob das reicht, ist aber fraglich. Denn auch Shootingstar Shan Usun hat eine Schwächephase, muss man sagen. Allerdings mit 18 ist das auch okay. Auch wenn Düsseldorf Siegesserie gegen Schalke riss, die Fortuna ist für mich der klare Favorit, hat nach wie vor die beste Offensive der Liga und ich glaube, sie werden hier auch leider aus Kieler Sicht relativ souverän gewinnen mit 3:1. Leon, der übrigens auch Kiel-Fan ist, tippt auch auf Düsseldorf 2:1. Am Samstagmittag empfängt dann das Kleeblatt aus Fürth die Eintracht aus Braunschweig. Die Gastgeber konnten durch das unterhaltsame 5:3 in Wiesbaden ihre Rückrundenschwächephase endgültig beenden und steuern einen einstelligen Tabellenplatz an. Mit Trainer Zorniger wurde verlängert, es geht also so langsam ja an die Planung, an die Vorbereitung dieser jungen Mannschaft für die nächste Saison. Ganz anders die Situation bei den Gästen. Nach Punkten gegen Hannover und Osnabrück gab es gegen den HSV eine mal wieder auch etwas deutlichere Niederlage und so steht man jetzt kurz vor Ende der Saison
nur 2 Plätze und auch nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Der Klassenerhalt ist also noch lange nicht gesichert und auch die beste Defensive der Rückrunde wurde beim 0:4 mal so ordentlich durchgeschaukelt. Die Fürther sollten dabei aber deutlich mehr Probleme haben als der HSV. Und Braunschweig braucht sich auch nicht zu verstecken. Vorne sind Kaufmann und Co. immer für ein Tor gut und die so solide Defensive lässt sich von einem schlechten Spiel oder von einem Spiel mit mehreren Gegentoren, denn lange Zeit waren sie ebenbürtig mit dem HSV, lassen sie sich nicht direkt aus der Bahn werfen, glaube ich. Auch wenn die Gastgeber befreit aufspielen können, glaube ich an kampfstarke Löwen. Ich glaube an einen 2:1 Auswärtssieg für Braunschweig. Und Leon tippt das auch. An der Rostocker Ostsee ist der KSC zu Gast und das ist ein Duell der Gegensätze. Zweitbeste Offensive gegen die schlechteste. Zweitbeste Rückrundenmannschaft gegen die zweitschlechteste. Aufstiegsaspirant gegen stark abstiegsgefährdet. Wobei, fairerweise, der KSC hat auch nur noch theoretische Chancen auf Platz 3. 7 Punkte stehen die Baden hinter Düsseldorf. Das wird wohl kaum noch reichen. Aber trotzdem ist man die Mannschaft der Stunde. 6-mal nicht verloren, überhaupt nur einmal der letzten 11 Spiele und die letzten beiden auch wieder gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner macht Spaß, arbeitet gut und verbessert sich ständig. Auch beim Sieg in Nürnberg war vor allem die erste Halbzeit wieder eine Machtdemonstration. Nun soll in Rostock der nächste Sieg her für das eigene Wohlbefinden, aber natürlich auch für die Wahrung der Minimalchance. Doch die Kogge wird kämpfen, beziehungsweise muss kämpfen. Nach dem 0:1 am Millerntor abgerutscht auf den direkten Abstiegsplatz 17, 1 Punkt hinter dem Relegationsplatz, beziehungsweise 2 hinter dem rettenden Ufer. Es müssen also Punkte her und der Auftritt am Millerntor kann dafür eigentlich Mut machen. Gerade in der ersten Halbzeit pressten die Hanseaten gut, standen hinten sicher und hatten durch erzwungene Ballverluste auch selbst ihre Chancen. Nach dem frühen Tor in Halbzeit 2 fehlte dann aber die Qualität offensiv, um das Spiel noch zu drehen. Und das könnte gegen den KSC auch werden, denn die sind momentan wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser als der FC St. Pauli. Aber die Rostocker sind zu Hause meistens besser, trotzdem nur einen Sieg aus den letzten 5 Spielen, das ist einfach zu wenig. Ich glaube, die Hansa zeigt Kampf, ich glaube, sie können den KSC auch wirklich lange ärgern, am Ende reicht es aber knapp doch nicht. Sie müssen sich hier zu Hause mit 1:2 geschlagen geben. Und Leon tippt wieder das Gleiche wie ich. Beim Spiel Osnabrück gegen Schalke geht es dann eigentlich um nichts mehr und ich habe gerade eben hier Breaking News bekommen. Ich weiß nicht, ob das Spiel stattfindet und wenn, dann weiß ich nicht wo, denn das Osnabrücker Stadiondach ist wohl stark einsturzgefährdet. Wenn das Video online geht, dann gibt es vielleicht schon neue News. Keine Ahnung, ob das Spiel aber auf Schalke gemacht wird. Ich weiß es nicht. Das kam jetzt gerade, habe ich jetzt nicht weiter eingebracht. Es geht eigentlich um nicht mehr viel, aber andererseits auch um alles, denn es könnte hier nach diesem Spieltag, wenn dieses Spiel dann stattfindet, erste Entscheidungen geben. Gewinnt der VfL nicht, ist man sicher abgestiegen. Auch ein Unentschieden reicht normalerweise nicht. Man müsste dann in 2 Spielen eine Tordifferenz von minus 22 ausgleichen. Und sowieso, damit auch ein eigener Sieg noch reichen würde, müsste Wiesbaden ab jetzt alle Spiele verlieren. Also sehr unwahrscheinlich. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass die Gäste aus Schalke noch absteigen. Zwar beträgt der Vorsprung nur 5 Punkte, aber erstens ist Schalke in den letzten Wochen ziemlich gut drauf und deutlich gefestigter. Und es kämpfen ja noch 7 andere Vereine um den Klassenerhalt. Dass die plötzlich alle alles gewinnen und Schalke plötzlich als einziger alles verliert, ist dann doch ziemlich unwahrscheinlich. Da könnte es deutlich eher kommen, dass die Königsblauen mit einem eigenen Sieg hier gegen Osnabrück und etwas Schützenhilfe schon den rechnerischen Klassenerhalt feiern können. Osnabrück war zum Beispiel gegen Kiel nicht so schlecht, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt. In den letzten beiden Spielen gegen Magdeburg und auch die letzte Woche war das aber dann doch deutlich zu wenig. Jetzt habe ich hier in meinen Notizen aufgeschrieben, die Bremer Brücke kann zum Hexenkessel werden. Auch die Fans können natürlich trotzdem die Tabelle lesen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob sie da spielen. Mal sehen. Aber ich glaube trotzdem, Schalke ist inzwischen gefestigter. Osnabrück ist kein, die sind nicht katastrophal schlecht, aber in den entscheidenden Momenten kriegen sie es irgendwie nicht hin. Marius Müller und Kenan Karaman sind in guter Form. Ich glaube, es wird ein Unentschieden, wenn sie nicht gerade auf Schalke spielen. Sollte tatsächlich ein Heimspielrecht stattfinden, was krass wäre, dann würde ich auf Schalke tippen. So glaube ich an ein 2:2. Und Leon tippt natürlich auch, ohne das Wissen, wo gespielt wird, ein 1:1. Im Topspiel am Samstagabend empfängt der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Magdeburg auf dem Betzenberg. Und ich werde dabei sein und meine Eindrücke natürlich in einem Vlog festhalten. Also lasst hier schon mal sehr gerne ein Abo da. Die Stimmung wird sicherlich krass, denn es sind nicht nur 2 der lautesten Fanlager in Deutschland. Es geht für beide auch um 4. Gut, für den FCM dann doch um etwas weniger.
Zwar sind auch die nur 5 Punkte vor dem Relegationsplatz, wie eben auch Nürnberg und Schalke, aber mit der besten Tordifferenz von den 3 sollte doch eigentlich der Punkt gegen Osnabrück letzte Woche den Klassenerhalt schon gesichert haben. Und das, obwohl gegen Osnabrück wahrscheinlich eigentlich noch deutlich mehr drin gewesen wäre. Barış Artık hatte einen katastrophalen Tag, vergab mehrere Hochkaräter und gab sich danach dann wirklich gefrustet selbst die Schuld dafür, dass es nicht für einen Sieg gereicht hat. Deutlich besser ist die Stimmung bei den Gastgebern, obwohl die sportliche Situation doch deutlich beängstigender ist. 15. ist man, nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz und nur 2 vor einem direkten Abstiegsplatz. Doch dass man überhaupt dort steht, ist schon ein Erfolg. Durch den überraschenden, aber durchaus nicht unverdienten Sieg bei Spitzenreiter Holstein Kiel kletterte man über den Strich und will nun natürlich alles tun, dass man nicht wieder darunter rutscht. Mit einem Sieg gegen den FCM wäre man auf einen Punkt an ihm dran und bei der schon angesprochenen großen Konkurrenz da unten im Abstiegskampf würde man sicherlich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, weil irgendwie man wahrscheinlich verlieren wird. Friedhelm Funkel brauchte so ein bisschen seine Zeit, irgendwie ein vernünftiges System zu finden, doch im 3-4-1-2-System steht man ziemlich kompakt, wenn man dazu noch Keeper Kral in überragender Form wie in Kiel hat und seine Standardstärke so gut ausspielen kann, dann kann man wirklich jeden Gegner schlagen. Auch wenn Barış Artık hier wahrscheinlich etwas besser drauf sein wird und vielleicht auch mal das Tor trifft, wird es für den FCM nicht leicht. Jedoch sind die auch inzwischen seit 4 Spielen ungeschlagen, haben ihre Schwächephase auf jeden Fall überwunden und so erwarte ich hier ein unterhaltsames 2-2. Leon glaubt sogar an die Pfälzer, er sagt, es gibt einen 3-2 Heimsieg. Am Sonntag treffen wir mit Hannover und Paderborn 2 Teams aufeinander, für die es um nichts mehr geht. Daher machen wir das hier kurz. Hannover rettete gegen Hertha in der Nachspielzeit mal wieder ihr Lieblingsergebnis, spielte mal wieder unentschieden zum 6. Mal in den letzten 8 Spielen. Paderborn hingegen feierte den 2. Sieg am Stück und ist wieder voll im Kampf um Platz 5 dabei. Sirlot Conte verlässt die Ostwestfalen am Saisonende Richtung Heidenheim. Vielleicht die Chance für einige Talente des SCP sich zu zeigen. Hannover hat mit Lars Gindorf seinen schon gefunden. Auch gegen die Hertha machte er seine Sache wieder sehr ordentlich. Beide Teams können ziemlich befreit aufspielen und so wird es, wie auch sonst bei Hannover 96, natürlich wieder ein Unentschieden. Ich glaube an ein 1-1. Leon tippt sogar mal an einen Heimsieg für Hannover, das wäre ja aufregend. 2-1. Und auch in Elversberg geht es um nichts mehr, wenn Hertha BSC zu Gast ist. Die Aufsteiger aus dem Saarland sind 10. spielen eine souveräne Saison und haben seit Wochen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ein Sieg und auch rechnerisch könnte nichts mehr anbrennen. Letzte Woche gab es zwar mal wieder eine Niederlage, aber sowas lässt Horst Steffen und sein Team ja bekanntlich teilen. Bei den Gästen aus der Hauptstadt gibt es jedoch noch ein Ziel. Und zwar Haris Tabakovic zum Torschützenkönig machen. 3 Tore mehr als Glatzel und Solis hat er momentan und diesen Vorsprung will er über die letzten 3 Spiele auch ins Ziel bringen. Ihm nicht dabei helfen kann Ayman Barkok. Die Mainzer Leihgabe wurde am Wochenende in einem Lokal mitten in der Nacht überfallen und angegriffen und musste im Gesicht operiert werden und wird jetzt erstmal ausfallen. Obwohl die Hertha seit Monaten deutlich besser spielt, gibt es immer wieder erschreckend schlechte Spiele zwischendurch und Elversberg hat eben immer diese sehr effizienten Spiele, wo sie vorne einfach Tore schießen und ich glaube, sie schaffen es hier zum ersten Mal überhaupt, die Hertha aus Berlin zu schlagen, gewinnen mit 3-2. Leon glaubt da nicht dran. Er sagt, das gibt's hier im klaren Auswärtssieg. 3-1 Hertha. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal ein richtig wichtiges Spiel. Der 16. empfängt den 2. Auf dem Papier sollte es eine klare Sache sein, aber letzte Woche schlug der 17. eben diesen 2., der damals sogar noch 1. war. Achso, die Rede ist natürlich von Wien Wiesbaden gegen Holstein Kiel. Und natürlich bin ich auch da am Start, also auch alle Kieler, lasst gerne ein Abo da. Der Vlog wird sicherlich gut, ich hoffe, es gibt was zu feiern. Für beide Teams ist dieses Spiel elementar wichtig. Für die Gastgeber im Abstiegskampf. Momentan stehen sie auf dem Relegationsplatz einen Punkt vor bzw. hinter der Konkurrenz. Allerdings ist Neu momentan nicht. 7 Spiele ohne Sieg, davon 5 Niederlagen, das war den Verantwortlichen zu viel. Und sie entließen Aufstiegscoach Markus Kautschinski am Montag. Nun soll es für die letzten 3 Spiele und somit auch gegen Kiel der ehemalige Co-Trainer Nils Döring richten. Lange sah es für die Hessen jedoch nach einem relativ souveränen Klassenerhalt aus. Vorne lief es zwar nicht so gut, aber hinten stand man sicher, hatte vor wenigen Wochen noch die zweitbeste oder drittbeste Defensive der Liga. Nun traf Hansa 3-mal, Düsseldorf 2-mal und Fürth zuletzt sogar 5-mal und der Baum brennt lichterloh. Ganz so schlimm ist die Lage an der Kieler Förde nicht und trotzdem geht nach dem überraschenden, aber verdienten 1-3 gegen Kaiserslautern so ein bisschen die Unruhe um. Gott sei Dank nicht in der Mannschaft, aber bei den Fans schon. Zu frisch ist noch die Erinnerung an die 3 vergebenen Matchbälle 2021
wo man dann in der Relegation bitter gescheitert ist. Aber davon ist man dann doch ein ganzes Stück entfernt. Erstens, die Mannschaft von Trainer Rapp ist viel besser. Sie ist gefestigter, sie ist erfahrener, sie ist souveräner und vor allem, sie ist bessere Coach. Zweitens geht die Niederlage in Ordnung. Denn zwei der drei Gegentore fielen nach Standard. Die Niederlage lag eben nicht am System. Es waren Kleinigkeiten, die bei dieser wahnsinnigen 6-0-Siegesserie eben dann zugunsten der Kieler gekommen sind. Jetzt war das Quäntchen Glück eben bei Kaiserslautern und die hatten auch noch einen überragenden Torwart mit Kral hinten drin. Kein Grund zur Panik. In der zweiten Halbzeit fehlten dann mit Holtby, Sander, Skripski und Becker auch noch 4 extrem wichtige Stammspieler. Holtby auf jeden Fall wird zumindest zurückkehren, der war ja nur gelb-rot gesperrt. Bei den anderen zwickt es im Muskel, bei allen drei kann man zu Aufnahmezeitpunkt auch nicht sagen, ob sie spielen werden. Sie werden aber, glaube ich, zumindest im Einspurt der Saison auf jeden Fall zurückkehren. Und auch Holtby alleine tut schon viel für die offensive Entfaltung des Kieler Spiels. Und die individuelle Qualität der Kieler im Kader ist einfach höher als die der Gastgeber. Natürlich, die werden kämpfen. Gerade ein Trainerwechsel kann da immer noch neue Kräfte auslösen, freisetzen. Aber ich glaube trotzdem, Kiel wird gewinnen. Ich glaube an einen weiteren Sieg der auswärtsstärksten Mannschaft. Und das ist Holstein Kiel. Ich glaube, es wird am Ende sogar deutlich 4:1. Aber ich sag, in der 83. steht es noch 2:1. Leon sagt, es gibt einen Doppelpack von Fiete Arp und Pichler trifft einmal, es wird ein 3:2 Auswärtssieg. Und das war's auch schon, schreibt eure Tipps unten gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und lasst ein Abo da, um die nächsten Vlogs und die nächsten Spieltagsprognosen und alles, was jetzt noch im Saisonendspurt passiert, nicht zu verpassen. Wie gesagt, schreibt auch gerne in die Kommentare nicht nur eure Tipps, sondern gibt es die ersten rechnerischen Entscheidungen oder wird es noch eine Woche richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.